Hallo Leute, willkommen bei Spoilerwelt. Ich bin euer Host Baskerville und gebe euch heute einen kleinen Einblick in das kommende Update 4.5 von einem Free-to-Play. Der Inhalt stammt von unserem Testserver, das heißt, es kann zu Abweichungen, Bugs kommen. Alle Äußerungen, die ich hier vertrete, spiegeln meine Meinung nicht die von GameForge wider. Like das Video, folgt dem Channel, wenn es euch gefällt, schnallt den Schuh an, los geht's, jetzt mit der Aether-Tech Preview von Level 1 bis 10 und meinem Charakter Justin Bieber-Tech. So, wir erstellen uns jetzt einen Asmodia. Und den Ingenieur, das ist die Vorklasse zum Schützen, das wussten wir schon, oder zum Reiter. Beziehungsweise Aethertech, das ist die neue Klasse. So. Gut, das ist die Vorschau. Hier kann man umstellen. Gut. Wie wir schon sehen können, Aethertech trägt normalerweise Kette. Aber dazu kommen wir später nochmal. Hier erstmal gucken wir uns mal hier die Vorschau an. Gut. Das ist quasi so ein Standard-Skin. Ist eigentlich recht hübsch. Dann haben wir hier noch quasi so einen leicht Anime angehauchten Mech. Dann hier den Steampunk. Sturmschwinge, denke ich mal. Gut, hier haben wir einen roten Power Ranger. Ja, gut. Und hier haben wir den Pussy-Tag mit einem Schwanz und Ohren und Augen und oh. Nun gut. Das meiste, was die Leute, denke ich mal, interessieren wird hier, ist, was beeinflusst das Aussehen des Aethertechs? Was ich gleich sagen kann, ist, Größe definitiv. Alle anderen Sachen hier nicht. Die beeinflussen nur den Charakter. So, ich habe mir meinen Charakter jetzt hochgelevelt auf Stufe 10 und ihn mit diversen Fertigkeiten ausgestattet. Wie wir alle wissen, der Aethertech bzw. Reiter, wie er im Deutschen heißt, teilt sich mit dem Schützen eine Unterklasse, den Ingenieur. Das heißt, er hat auch Fertigkeiten, die der Schütze hat. Das sind hier Störbomber. Umschlingende Bombe, was ein Rot ist. Gezielter Schuss. Pistolenschuss. Und der darauf folgende Skill, wiederholte Salve. Außerdem hat er hier noch so ein Schild, materialisierte Form der Mauer. Gut, ich zeige euch die mal kurz. Gesehen haben. Soweit so gut. Wenn wir jetzt auf Level 10 kommen mit unserem Charakter und den Reiter auswählen, bekommen wir zwei passive Fertigkeiten. Die erste ist relativ einfach: Wir können statt Leder Kette tragen. Gut. Und wir können hier Reiteräxte ausrüsten. Im Endeffekt, die sehen aus wie Keyblades aus Kingdom Hearts. Gut. Ob die jetzt anders benannt werden, beziehungsweise im späteren Verlauf anders heißen, müssen wir dann mal gucken. Hat magischen Angriff, Magieverstärkung, Angriffsgeschwindigkeit, magische kritische Treffer, was recht interessant ist, parieren, was dazu verleitet, dass er vielleicht tanken könnte später. Magische Präzision, TPMB. Gut. Die Fertigkeiten, die ich jetzt eben geholt habe. Die wichtigste davon ist Mech rufen. Es funktioniert so, der Aethertech kann seine spezifischen Fertigkeiten nur dann nutzen, wenn er in dieser speziellen Form ist. Diese erhöht die physische Verteidigung, die magische Präzision, Parieren, Angriffsreichweite und Widerstände gegen zum Beispiel Stun etc. Ich kann euch leider nicht sagen, wie hoch die Widerstände gegen diese besonderen sind. Das ist leider hier im Charakterscreen nicht verfügbar. Ich kann euch aber die anderen Werte zeigen. So.
Magische Präzision. Nein, magischer Angriff ist das, oder? Magischer Angriff, gut. Fangen wir mit magischer Präzision hier an. Gut. Wird um 20 erhöht. Physische Verteidigung um 150. Hirn um 100. Gut, soweit so gut. Die Fertigkeit ist permanent aktiv und auch nicht irgendwie hier als Fertigkeit geführt, die man quasi durch einen SM gedispelt bekommen kann. Das heißt, die kann man permanent aktiv haben, bis man stirbt. So. Die erste Fertigkeit, die wir bekommen, ist hier Schlag 1. Fügt am Ziel in bis zu 6 Metern 159 Schaden zu. Magisch. Und das ist die Besonderheit von Vitatec. Er ist quasi ein Nahkämpfer, macht aber magischen Schaden. Gut. Diese Distanz ist auch relativ neu für Ion. Früher, man kennt ja Nahkämpfer, so um die 2 bis 4 Meter maximal. Der hier hat 6 Meter. Gut. Das hier ist die erste Kette, der erste Kettenskill. Hier haben wir wiederholten Angriff, das ist quasi der darauffolgende Skill. Dazwischen kann man einen Auto-Hit einfügen, wenn man das will. Inwiefern das effektiv ist, müsste man später nochmal austesten. Das kann ich derzeit noch nicht. Dafür ist die Angriffsgeschwindigkeit von dem Hintertank einfach zu langsam. So. Das mal aus. Das ist quasi die Fertigkeit, die ich habe. Das ist nichts Großes Besonderes. Aber die Animation ist recht hübsch. Gut. Die ich jetzt eingesetzt habe, ist brennender Kanonenschuss. Das ist einfach nur quasi der Pulsskill, den der Intertech hat. Damit kann man auf Entfernung die Gegenangriff. Macht jetzt nicht wirklich viel Schaden, ist aber nett, wenn man auf sie zugreift. So, den zeige ich euch gleich nochmal ordentlich, wie die Kanone, die er benutzt, aussieht. Provozierender Wind. Das ist quasi der Spot. Und hier sind wir auch schon beim Kernaspekt vom Intertech. Der ist ein Mech, ein Tank, also ein Panzer. Und das macht er tatsächlich. Er kann definitiv. Aber das werde ich euch im späteren Verlauf der Episode zeigen. So. Man könnte verleiten, dass diese Fertigkeit eine AOE-Fertigkeit, also eine Fertigkeit ist, die auf mehrere Gegner geht. Tut sie aber nicht. Die Animation ist aber recht hübsch. So. Zum vorletzten Skill dieser Runde. Hier. Idiom Faust. Und das ist schon relativ krass, was ich jetzt hier mache. Erstmal hier Questtext, Skilltext. Gut, die erste Stufe ist relativ irrelevant, die macht 255 Schaden. Die zweite ist relativ okay, 450 Schaden. Die dritte macht 750 magische Schaden und lässt das Ziel stolpern. Gut, probieren wir das mal aus. Übrigens auf, ja, hier eine gewisse Entfernung, ja. Ja, kann man ja mal machen. Ich habe die Fertigkeit jetzt mit einem absolut nicht equippten Charakter auf Stufe 10 auch mal mit 1400 Kritten sehen. Also, dass man hier teilweise Mobs mit der Fertigkeit one-hittet. Ja, das kommt was vor. Gut, das ist jetzt noch Low-Level, ne? Das ist relativ egal. Mal gucken, inwiefern oder wie stark der Schaden vom Hintertank im späteren Verlauf wird. Die letzte Fertigkeit, also ich sollte hier nicht hinter Viech stehen. Jetzt bin ich relativ gleich tot. So. Hopp, hopp, hopp.
So, hier. Die letzte Fertigkeit ist die GK-Fertigkeit, die man durch die Quest bekommt. Durchbruch. Und die erhöht die Bewegungs- und Fluggeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit und Magieverstärkung um 100. Hat eine Erholzeit von 1 Minute 30 und kann 1 Minute lang aktiv bleiben. Das heißt, das ist quasi ein kleiner Buff. Ist recht nett. Mal gucken, wie er aussieht. Ja. Spritzel, Spritzel, Energie. Wichtiger Aspekt ist, wenn man sich jetzt überlegt, ja, wechsle ich mal fix hier auf Ether, Revolver und knall die Viecher zusätzlich noch ab, geht nicht. Also es geht schon, definitiv, aber man springt dann quasi direkt aus der Form raus und hat hier dann auch Klingenzeit drauf. So, fliegen. Hat er Flügel? Hat er nicht. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt an der Charakterklasse feststellen konnte. Das sieht ja eigentlich ziemlich cool aus, aber irgendwie vermisse ich schon die Flügel. So, meine Lieben. Like, teilt und abonniert, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, uns im Forum auf de.ion.gameforge.com zu besuchen. Und wir sehen uns im nächsten Guide. Bis die Tage.